Der Röhrentechnikus aus dem Funkschauverlag von circa 1943 war eine Kurzfassung der wichtigsten Röhren in Form eines Tischkalenders. Dieser war für den Werkstatteinsatz vorgesehen. Der Technikus ist schon etwas, hat etwas gelitten, weil das Papier hat eine sehr schlechte Qualität, ist auch schon aufgequollen und vor allem auch ausgerissen. Es wurden die wichtigsten Röhrentypen mit Pinbeleg oder Stiftbelegung, sage ich mal Pinbelegung und Stiftbelegung vorgestellt, sowie die wichtigsten Spannungen.